Herzlich willkommen zum Point of Skin München TV-Programm. Mein Name ist Maria Tange und ich bin Inhaberin vom Point of Skin Kosmetik Institut und autorisierte Kosmetikerin mit weiteren wichtigen Ausbildungen zur Hautspezialistin. In dem heutigen Programm werde ich das Thema die 10 Fragen, die Kosmetikverbraucher fragen sollten, aber nicht wissen, dass Sie diese Fragen stellen sollten, behandeln. Und nun zu der 7. Frage, die Kosmetikverbraucher stellen sollten, die sich Pflegeprodukte kaufen, aber nicht stellen werden, weil sie diese Frage so nicht kennen. Warum sollte ich nie für Hautpflege bezahlen, die eingepackt in Umverpackung ist? Und da möchte ich gerne das hierzu für Sie vorlesen. In einer Meldung der Nachrichtenagentur dpa vom 12.05.2003 über den UNO-Bericht zum Zustand der Umwelt in Europa war damals schon zu lesen, dass immer noch viel zu viel Müll produziert wurde. Beim Abfallmanagement hätten umweltpolitische Maßnahmen nicht zu wesentlichen Erfolgen und einer schonenderen Nutzung natürlicher Ressourcen geführt. Mehr als 3 Milliarden Tonnen Abfall wurden in Europa jedes Jahr damals schon erzeugt. Das entsprach 3,8 Tonnen pro Kopf in Westeuropa. Es ist nicht weniger geworden, davon können Sie wirklich ausgehen. Jeder von uns verursacht Müll. Aber wir sollten versuchen, Müll zu vermeiden, wo immer wir können. Zum Beispiel können wir das hier wunderbar umsetzen, indem wir auf Umverpackungen bei unseren Kosmetikprodukten verzichten.